München, 5. September 1972. Es ist genau 4.10 Uhr, als 8 palästinensische Terroristen über das Tor 25a im Olympischen Dorf klettern. 25 Minuten später stürmen sie schwer bewaffnet die Konolly-Straße 31, die Unterkunft der israelischen Olympiamannschaft. Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Über 20 Stunden lang vor den Augen der Welt versuchen die vollkommen überforderten deutschen Behörden, die Geiselnahme zu beenden und scheitern am Ende kläglich. 0.10 Uhr, Flughafen Fürstenfeldbruck. Schüsse fallen, ein Hubschrauber wird gesprengt. Alle 11 israelischen Geiseln sind tot. Unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft. Die lückenlose Analyse des Dramas von München. Jetzt in einem BILD-TV-Spezial. Guten Abend und beginnen wir am Vorabend der Geiselnahme. 9 Stunden, bevor die ersten 2 Israelis sterben müssen. Es ist 19 Uhr. Im ausverkauften Olympiastadion von München lässt die erst 16-jährige Schülerin Ulrike Meifert die Hochsprunglatte auf nie dagewesene 1,92 Meter legen. Sie ist völlige Außenseiterin, aber sie schafft es. Goldmedaille, Weltrekord. Deutschland flippt aus im Stadion vor den Fernsehern. Und nahezu zeitgleich holt der Amerikaner Mark Spitz im nahegelegenen Schwimmstadion seine 7. Goldmedaille bei diesen Spielen. Unglaublich, auch das gab es noch nie. Die Olympischen Spiele 1972, ein Sommermärchen. Genau so, wie es sein sollte. Berauscht gehen Deutschland und die Welt mit einem Lächeln schlafen. Nur eine Gruppe Palästinenser. Terroristen weiß zu diesem Zeitpunkt, dass die Menschen mit einem Schock wieder aufwachen würden. Es soll eine Zeit der sportlichen Höchstleistungen und spannenden Wettbewerbe werden. Und tatsächlich, die Welt feiert, lacht und konkurriert friedlich im sportlichen Wettkampf. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 fast 10 Tage lang. Bis zum 5. September, als 8 palästinensische Attentäter der Gruppe Schwarzer September den Terror nach Deutschland tragen. Sie dringen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein. Bei der fehlgeschlagenen Befreiungsaktion sterben 11 Sportler, ein Polizist und 5 der Terroristen. Vor genau 50 Jahren dringen am frühen Morgen 8 schwer bewaffnete Terroristen in das Olympische Dorf ein. Dieses wird von den deutschen Sicherheitsbehörden nicht besonders bewacht. Praktisch jeder kann sich dort frei bewegen. Auch die Unterkunft des israelischen Teams ist nicht bewacht. Die Forderung der Palästinenser, 200 in Israel inhaftierte Menschen sollen freigelassen werden, sowie Andreas Bader und Ulrike Meinhof, die 2 Spitzen der RAF. Andernfalls würden sie ihre Geiseln erschießen. Hundertschaften der Polizei rücken an, riegeln die Eingänge der Wohnblocks im Olympischen Dorf ab. Für Beobachter wird aber schnell klar, die deutschen Behörden sind vollkommen überfordert. Die Übernahme durch israelische Spezialteams, die Erfahrung mit Geiselnahmen haben, wird mehrfach von deutschen Behörden abgelehnt. Bundesinnenminister, bayerischer Innenminister und Polizeipräsident sprechen mit den Geiseln, leiten die Verhandlungen mit den Terroristen. Die Geiselnehmer nehmen den Vorschlag an, vom Flughafen Fürstenfeldbruck nach Ägypten zu fliegen. Die Polizei bereitet sich auf die Befreiung der Geiseln auf dem Flughafen vor. Kurz vor Abflug in Fürstenfeldbruck kommt es zur Katastrophe. Obwohl die Polizeischützen weder mit Zielfernrohren, Nachtsichtgeräten noch mit Funkgeräten ausgestattet sind, eröffnen sie das Feuer. Es folgt ein wilder Schusswechsel. Die Geiselnehmer beschießen den Tower und erschießen mehrere Sportler. Sie sprengen einen Hubschrauber mit einer Handgranate in die Luft. Er brennt aus, mit 4 israelischen Geiseln darin. Erst bei Anbruch des neuen Tages wird das ganze Ausmaß der katastrophal gescheiterten Geiselbefreiung sichtbar. Alle 9 israelischen Sportler sterben, ein Polizist und 6 Terroristen sind tot. Der Einsatz der deutschen Polizei ist ein Debakel, das schärfste Vorwürfe an ihrer Vorgehensweise nach sich zieht und viele sprach- und ratlos macht.
Die Geschehnisse vom 5. September treffen Polizei, Sicherheitskräfte, Organisatoren und die politische Führung völlig unvorbereitet, auch wenn es zuvor Hinweise auf einen möglichen Terrorakt gab. Die Sportwettkämpfe werden für einen Tag unterbrochen und dann mit dieser höchst umstrittenen Parole fortgesetzt. The games must go on. Seit einem halben Jahrhundert wird darüber gestritten, ob das Drama durch bessere Vorbereitung hätte verhindert werden können und ob die Verantwortlichen angemessen reagiert haben. Die Politik zieht 3 Wochen nach dem Anschlag Konsequenzen. Die Spezialeinheit GSG 9 wird gegründet für den Antiterroreinsatz und zur Befreiung von Geiseln. Zudem gibt der Staat Geld, 1972 und 2002 rund 4,6 Millionen Euro als humanitäre Geste für die Betroffenen. Heute, am 5. September, wird nun in München der Ermordeten gedacht. Doch das Gedenken zum 50. Jahrestag wird von Diskussionen begleitet. Die Hinterbliebenen der getöteten Geiseln verhandeln über Entschädigungszahlungen mit der Bundesregierung, drohen die Trauerfeier zu boykottieren. Erst vor wenigen Tagen die Einigung, 30 Millionen Euro zahlt die Bundesregierung 50 Jahre nach den schwarzen Tagen 1972 in München. Und unser Reporter Andreas Bachner ist jetzt im ehemaligen olympischen Dorf da, wo damals die israelischen Athleten wohnten und wo heute auch Kränze niedergelegt wurden. Wie sieht es dort heute aus? Ja, das olympische Dorf ist optisch quasi unverändert nach 50 Jahren. Hier im Hintergrund hinter mir sieht man die Hochhäuser des olympischen Dorfes. Und hier leben inzwischen sehr, sehr viele Studenten. Es leben wahnsinnig viele Familien hier, auch viele ausländische Studenten, Senioren. Ein bunter Mix ist das hier. Und es ist ein sehr, sehr beliebtes Wohnquartier hier mittlerweile geworden. Die Menschen in München lieben das olympische Dorf, das Olympiadorf, den Olympiapark. Es ist ein Naherholungsort. Es gibt viele Sportstätten, viele Konzerte, die hier stattfinden. Die Leute genießen das Leben hier, können hier alle Besorgungen machen, müssen gar nicht in die Stadt fahren, denn es ist eine kleine Stadt innerhalb der Stadt. Und trotzdem ist man in nur 15 Minuten mitten am Marienplatz, also ein sehr, sehr beliebtes Wohnquartier mittlerweile. Und wir sind jetzt in der Connollystraße hier. Und wenn man die Connollystraße entlangläuft und hier zur Connollystraße 31 kommt, hinter mir, dann würde man das gar nicht vermuten, was hier passiert ist vor 50 Jahren. Hier gibt es eine kleine Gedenktafel an dem Haus, an dem die Namen der 11 getöteten Athleten stehen. Ansonsten erinnert hier nicht wirklich viel daran. Heute wurden hier Kränze niedergelegt. Das Haus ist auch kaum verändert zu den Bildern von damals. Da ist inzwischen das Max-Planck-Institut drin mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und heute wurden hier Kränze niedergelegt und sie sehen es hinter mir. Aktuell ist der Bereich auch gesperrt. Es sind Polizeikräfte da, denn nach der Gedenkfeier am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck haben sich einige der Opferfamilien spontan dazu entschieden, wieder hierher an diesen Ort zu kommen und hier auch des Attentats und ihrer Familien und Opfer zu gedenken. Ja. Andreas, du sprichst die Familien an. Es gab im Vorfeld, wir haben es vorhin im Bericht gehört, auch Unstimmigkeiten. Wir können auch sagen, es gab Streit über die Behandlung der Angehörigen, der Opfer, auch über die Höhe der Abfindungen. War es nach diesen Auseinandersetzungen, wo sie ja sogar drohten, nicht zu kommen, inklusive des israelischen Staatspräsidenten, eine würdige Gedenkveranstaltung heute dann? Ja, es war eine sehr würdige und auch eine sehr emotionale Veranstaltung. Allein der Ort, wenn man dort ist, und die Gedenkfeier hat nur wenige Meter von dem Ort stattgefunden, wo die Helikopter standen, wo die Geiseln im Kugelhagel starben. Der Tower hat sich auch optisch fast nicht verändert. Das ist wie eine Zeitkapsel dort, als wäre die Zeit stehen geblieben. Allein wenn man dort ist, wird man emotional. Und die Familien haben sich nach dieser Einigung, nachdem diese Entschädigungszahlungen geflossen sind und auch
eine Expertenkommission jetzt eingesetzt werden soll, um das alles aufzuarbeiten, haben sich doch kurzfristig entschieden zu kommen und haben auch unisono gedankt und gesagt, dass es sehr wichtig ist für sie. Ich habe zum Beispiel mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter gesprochen, der die Familien auch heute hier empfangen hat, hier im Olympischen Dorf, der auch sagte, er hat den Eindruck, es war den Familien vor allem wichtig, diese Expertenkommission, diese Aufarbeitung der Geschehnisse und vor allem diese Entschuldigung. Und diese Entschuldigung haben sie heute bekommen, sowohl vom Ministerpräsidenten Markus Söder als auch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die sich beide entschuldigt haben und die Familien direkt angesprochen haben, um Vergebung gebeten haben und Verzeihung gebeten haben für die Fehler, die passiert sind. Denn hier sind sehr viele Fehler passiert. Im Vorfeld gab es kaum Sicherheitsvorkehrungen. Die Terroristen konnten nachts ungehindert über die Zäune klettern, hier wenige hundert Meter entfernt. Man hielt sie für Sportler, die nachts feiern waren. Die Polizisten hier, die patrouilliert sind, waren kaum bewaffnet. München wollte sich als offener liberaler Ort der Olympischen Spiele präsentieren. Und auch die Befreiungsaktion sowohl hier vor Ort als auch in Fürstenfeldbruck ist komplett missglückt. Danach gab es auch keine Aufarbeitung. Ich habe auch mit Polizisten gesprochen, die damals im Einsatz waren. Die alle sagten, es war seltsam, denn es gab überhaupt keine Einsatzbesprechung. Danach jahrelanges Totschweigen. Und der emotionalste Moment, das war Anki Spitzer, die Witwe des ermordeten Athleten Josef Spitzer, die gesagt hat, eine Stunde nach dem Attentat war sie hier in diesem Haus, im ersten Stock, dort, wo ihr Mann gestorben ist, der erschossen wurde und verblutet ist. Und sie hat das Blut gesehen an den Wänden, sie hat diesen Hass gesehen und sie hat sich damals geschworen, dass sie nicht Ruhe geben wird, bis das aufgearbeitet wird. Und heute hat sie sehr emotional gesagt, sie ist endlich angekommen, sie kann endlich ruhen und auch ihr Mann kann endlich ruhen. Andreas Bachner an einem sehr emotionalen Tag in München. Vielen Dank, Andreas. Und wir wollen in der Tat noch einmal zurückschauen auf diese katastrophalen gut 21 Stunden. Damals 17 Tote, 11 israelische Geiseln darunter, ein deutscher Polizist und 5 palästinensische Terroristen. Inzwischen dann der 6. September, als all dies vorbei ist. Und noch am selben Tag verkündet der IOC-Chef, the games must go on. Die Spiele müssen weitergehen. Bildchefreporter Peter Hell hat den Strippenzieher getroffen von damals, hatte Akteneinsicht in BND-Unterlagen und ist jetzt bei mir im Studio, hat sich über Jahrzehnte mit diesem Fall beschäftigt. Peter, wir haben gerade von Andreas schon einen kleinen Einblick in die Versäumnisse, die es dort gab, gegeben. Vielleicht als erstes die Frage, hätte das alles verhindert werden können? Also nach meinem Dafürhalten ja. Wir haben, das war ja auch im Beitrag, konnte man das hören und sehen auch, wir haben katastrophale Fehler seitens der deutschen Sicherheitsbehörden feststellen können, direkt danach, aber eben auch danach in der schlechten Aufarbeitung. Und was eben dazu kommt, ist, wir haben aufgrund von einer Bildanfrage jetzt Akteneinsicht bekommen in Akten vom Bundesnachrichtendienst. Ich will die mal zeigen, das sind deklassifizierte Akten jetzt. Diese Akten waren aber sehr als streng geheim eingestuft worden und sie dokumentieren eben das Versagen der deutschen Behörden und eben auch eine gewisse Art von Arroganz. Also man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt am 5. September ist eben mit einer Sondermaschine der damalige Mossad-Chef Zvi Zamir mit einem anderen Agenten, mit einem Top-Agenten vom Shin Bet, vom israelischen Geheimdienst, Inlandsgeheimdienst nach Deutschland geflogen und sie haben aktiv ihre Hilfe angeboten, aktiv gesagt, wir können Elite-Truppen, wir können Elite-Einheiten schicken, die Geiselbefreiung durchführen können. Das wurde kategorisch abgelehnt. Das ist schon mal der erste Fehler gewesen. Dann hat man versucht, Zeit zu gewinnen, mit den Geiselnehmern zu sprechen. Ein Mitarbeiter des Mossad konnte arabische Dialekte, er hätte also mit denen sprechen können. Das wurde auch abgelehnt und dann, was wir ja gerade auch gehört haben, diese furchtbare Ausrüstung und diese schlechte Ausbildung der
deutschen Sicherheitsbehörden. Es sind nur 5 Scharfschützen eingesetzt worden für 8 Attentäter. Die hatten keine Zielfernrohre, die hatten auch keine Nachtsichtgeräte und sie waren eben auch nicht per Funk miteinander verbunden. Und aus diesen Akten geht eben hervor, das will ich mal zitieren, dass der Nachrichtenchef dann gesagt hat, die Worte, die er zu dem ihm angekündigten Scharfschützen fand, die dann bei Dunkelheit schießend nur mit Pistolen und Maschinenpistolen ausgerüstet waren, ließen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Das heißt, der hat getobt am 6. September, als er mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes zusammengekommen ist, mit des BND, und hat gesagt, also was ihr hier abgezogen habt, nicht der BND, aber die deutschen Sicherheitsbehörden, war ein totales Chaos, a complete mess, sagte er. Das hätte man verhindern können. Wenn man sich noch mal zurückversetzte, wir haben ja einige der Bilder auch gesehen, wie das alles ablief. Da sieht man beispielsweise den deutschen Bundesinnenminister Genscher. Der redet direkt mit den Palästinensern, mit dem Anführer der Terroristen beispielsweise. Die unterhalten sich darüber, ob man das Ultimatum noch mal verlängern könnte und so weiter und so fort. Der Bundesinnenminister, die stehen da im Pulk zusammen, also das, mit dem Bürgermeister. Das erinnert so ein bisschen an Gladbeck, an die Szenen und die Bilder von Gladbeck, wo eben auch Reporter oder Zivilisten mit den Geiselnehmern verhandelt haben. Also das zeigt eben, dass man überhaupt nicht auf diese Situation vorbereitet war. Man hatte keinen Plan A, auch keinen Plan B. Das ging alles sehr schnell hintereinander. Und da wurde eben auch den Israelis gesagt, die Pläne stehen. Wir wissen, der Flughafen Fürstenfeldbruck ist abgesichert. Wir können da was machen. Das stimmte natürlich überhaupt nicht. Aber auch noch vorher eine Szene, die für mich auch beispielhaft dafür steht, wie das alles schiefging. Da hatten sich ja dann die Polizisten als Sportler verkleidet. Denen wurden dann Puma-Anzüge gegeben. Ja. Dann wurden die aufs Dach gebracht und sollten von da eine Befreiungsaktion starten. Das wurde aber alles live im Fernsehen übertragen. Und man hatte vergessen, aber vorher den Fernsehempfang für die Terroristen abzustellen. Das heißt, die konnten also zuschauen und konnten live im Fernsehen sehen, was da an Zugriffsvorbereitungen stattfand. Auch das ist ein Punkt, der in diesen Akten steht, in diesen ehemals streng geheimen Akten, dass die Israelis gesagt haben, wie kann man keine Nachrichtensperre verhängen? Das heißt, die hatten im Prinzip jede Art von Taktik, konnten sie voraussehen. Sie wussten genau, wo welche Polizisten versuchen, in welche Räumlichkeiten reinzukommen. Also schlimmer kann man es eigentlich nicht machen. Das zeigt eben, dass eben überhaupt keine Präventivmaßnahmen überhaupt in den Köpfen der Sicherheitsbehörden stattgefunden haben. Also man hat damit gar nicht gerechnet, was natürlich Blödsinn ist, wenn man weiß, dass zu diesem Zeitpunkt in den 70er Jahren natürlich viele Terroranschläge auch auf Israelis stattgefunden haben. Da hätte man natürlich besonders vorsichtig sein müssen. Man hätte sie besonders schützen müssen und man muss natürlich mit Plänen, mit Ersatzplänen antreten und sagen, was ist, wenn da Geiseln genommen werden? Und das hat nicht stattgefunden. Plus wir in Deutschland hatten die RAF, Baader-Meinhof. Das heißt, es war nicht so, als wenn wir noch nie etwas von Terror gehört hätten zu der Zeit. Das ist richtig und diese Art von Terror- oder Geiselnahmen, die hat wohl offenbar in den Köpfen auch gar nicht stattgefunden in den Sicherheitsbehörden. Es gab keine Spezialeinheiten. Die Bewaffnung ließ zu wünschen übrig. Das hat man auch gesehen in Fürstenfeldbruck. Da wurde mit Pistolen auf das Rollfeld, auf das Vorfeld geschossen, mit Maschinenpistolen. Also die haben eine Streuung. Heute oder normalerweise sagt man, das Wichtigste ist der Schutz der Geiseln. Das wurde überhaupt nicht beinhaltet. Da wurde reingeschossen, was die Schwarte kracht, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und da kam es eben deswegen zu diesen furchtbaren Opferzahlen. Und das war eben ein Weckruf dann eben, dass eben dann auch später die GSG 9 gegründet wurde. Mhm. Aber natürlich viel zu spät. Auch wenn man noch mal daran denkt, der eigentliche Plan war ja, sozusagen nur scheinbar auf die Forderung einzugehen, die Geiseln auszuflügen, nach Kairo, nach Ägypten. Da wollte man dann in Fürstenfeldbruck, wo dann also die Lufthansa-Maschine war, wollte man dann Verkleidete als Piloten oder Flugbegleiter, verkleidete Polizisten dort in dieses Flugzeug geben, die dann die Terroristen ausschalten sollten, wenn die ins Flugzeug reinkommen. Da hat man aber dann offenbar irgendwelche Streifenpolizisten sozusagen genommen und die haben gesagt, das ist ein Himmelfahrtskommando, das machen wir nicht. Richtig, das waren Streifenpolizisten, die waren vielleicht, ich will das nicht despektierlich beschreiben, aber die waren dafür da, vielleicht um den Verkehr zu regeln oder irgendwas. Die waren natürlich weder mit der Waffentechnologie noch mit der Körperlichkeit noch mit dem Know-how einer Geiselbefreiung ausgerüstet. Das ist fahrlässig. Das waren völlig unerfahrene junge Männer. Die sind dann kurz vorher
abgehauen. Die haben gesagt, das machen wir nicht. Also das ist ein Himmelfahrtskommando. Wir sind weg hier. Und so konnten eben die Terroristen auch über dieses Rollfeld gehen. Also da gab es überhaupt keinen Plan, was eben auch Zvi Zamir beobachtet hat. Der hat geschrieben auch dann oder hat sich beschwert, hat gesagt, also bis zum Eintreffen der Geiseln lief eigentlich alles ganz gut. Was danach passiert ist, spottet jeder Beschreibung. Und man hat nochmal immer wieder gesagt, wir bieten unsere Hilfe an. Es wurde immer abgelehnt. Also das zeugt von einer gewissen Arroganz. Und man kann es eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben, warum man nicht diese Hilfe dieser wirklich professionellen und terrorerfahrenen Experten in Anspruch genommen hat. Es hieß ja immer, dass es auch daran liegt, man kann nicht einen ausländischen Geheimdienst auf deutschem Boden operieren lassen. Peter, wir wollen uns das Ganze nochmal anschauen in einem Minutenprotokoll, was da alles schiefgegangen ist. Wir haben da mal was vorbereitet. Danach kommt die 4.10 Uhr. 8 Palästinenser klettern über den Zaun des Olympischen Dorfes. Postmitarbeiter sehen die Männer, denken sich aber nichts dabei. 4.35 Uhr. Die Terroristen betreten das Haus Konolli-Straße 31. Dort ist das Quartier der israelischen Olympiamannschaft. Die Araber stürmen das Apartment, erschießen 2 Israelis und nehmen 9 weitere israelische Sportler als Geisel. 5.06 Uhr. Alle verfügbaren Funkstreifen werden zum Olympischen Dorf geschickt. 6.30 Uhr. Scharfschützen werden ins Olympische Dorf verlegt. 6.40 Uhr. Walter Tröger, Bürgermeister des Olympischen Dorfes, und Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, treffen ein, sprechen mit den Terroristen. Die fordern die Freilassung von 220 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Sie stellen ein Ultimatum bis 9 Uhr. Dieses Ultimatum wird über den Tag hinweg immer wieder verlängert. 15.38 Uhr. Die Olympischen Spiele werden unterbrochen. 20.30 Uhr. Der Krisenstab vereinbart mit den Terroristen, dass auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck ein Flugzeug bereitgestellt wird, mit dem sie samt Geiseln nach Kairo fliegen können. Die deutsche Einsatzleitung hat 2 Pläne: die Terroristen auf dem Weg zu den Hubschraubern im Olympischen Dorf zu überwältigen oder auf dem Militärflughafen. 5 Scharfschützen werden nach Fürstenfeldbruck verlegt, da die Einsatzleitung glaubt, es mit nur 5 und nicht mit 8 Terroristen zu tun zu haben. 21.30 Uhr. 2 Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes landen im Olympischen Dorf. 22.06 Uhr. Entführer und Geiseln steigen an der Konolli-Straße in einen Bus ein. Zum ersten Mal erkennt die Einsatzleitung, dass es 8 Terroristen sind und nicht 5, wie bisher angenommen. Die in der Tiefgarage des Olympischen Dorfes geplante Befreiungsaktion wird abgesagt, weil sie zu gefährlich für die Geiseln sei. 22.18 Uhr. Entführer und Geiseln besteigen die beiden Hubschrauber. Alle Geiseln sind an den Händen gefesselt. 22.35 Uhr. Die Hubschrauber landen in Fürstenfeldbruck. Aus jedem Hubschrauber steigen Palästinenser aus und beziehen Posten. Polizisten, die in Fürstenfeldbruck als Flugpersonal und Mechaniker verkleidet die Terroristen in der Passagiermaschine überwältigen sollen, weigern sich, den Auftrag auszuführen. Sie haben Angst, dass ihre Verkleidung sofort durchschaut würde. 22.38 Uhr. Nachdem 2 der Entführer die bereitgestellte Lufthansa-Maschine inspiziert haben, schaltet die Polizei die Lichter am Flughafen aus und setzt einen grellen Strahler ein. Auf Befehl des bayerischen Innenministers Bruno Merk eröffnen die Scharfschützen das Feuer. 3 Terroristen werden tödlich getroffen. Die anderen erschießen aber daraufhin 8 Geiseln. Eine weitere wird verletzt. Im Tower wird ein deutscher Polizist von einer Kugel in den Kopf getroffen. Er stirbt. 23.23 Uhr. Ein Terrorist wird von einem Scharfschützen getroffen. Unter ihm explodiert eine Handgranate. 0.04 Uhr. Ein Panzerwagen der Polizei fährt auf das Flugfeld. Ein Palästinenser wird eine Handgranate in einen Hubschrauber, in dem die letzte noch lebende Geisel ist. Der Hubschrauber explodiert. Die Geisel stirbt. Auch der Terrorist wird erschossen. Ein weiterer wird verletzt. 0.05 Uhr. Die Kommunikation ist ein Desaster. Regierungssprecher Konrad Ahler spricht im Fernsehen in völligem Irrglauben von einer glücklichen und gut verlaufenden Aktion. 0.10 Uhr. Ein weiterer Terrorist wird von einem Scharfschützen erschossen. 1.15 Uhr. 3 Palästinenser leben noch. Sie werden von der Polizei festgenommen.
Die Bilanz nach gut 21 katastrophalen Stunden. 15 Tote, 9 israelische Geiseln, ein deutscher Polizist und 5 palästinensische Terroristen. Ja, eine absolut katastrophale Bilanz. Und es ging katastrophal weiter. Springen wir nach vorn. 29. Oktober 1972, nur 7 Wochen nach dem Attentat von München. In Beirut entführen 2 Palästinenser eine Lufthansa-Maschine, um die Attentäter von München freizupressen. Deutschland lässt sich erneut erpressen, während Israel Jagd auf die Terroristen machen will. Das Ziel der Operation Zorn Gottes ist klar: die 2 überlebenden Terroristen von München und deren Drahtzieher zu liquidieren. Der israelische Geheimdienst macht Jagd auf mutmaßlich Verantwortliche in Beirut, Paris und Rom. Am Ende der 20 Jahre andauernden Mörderjagd sind mindestens 14 Terroristen und eine unbekannte Anzahl an unschuldigen Zivilisten und Polizisten tot. Rückblick: 3 der Terroristen von München überleben die wilde Schießerei am Flughafen Fürstenfeldbruck. Sie werden festgenommen und inhaftiert. Doch nur 7 Wochen später, am 29. Oktober 1972, werden die 3 durch eine Flugzeugentführung freigepresst. In der libanesischen Hauptstadt Beirut bekommen 2 palästinensische Luftpiraten die Lufthansa-Maschine Kiel in ihre Gewalt, entführen sie nach Zagreb und fordern die Freilassung der Terroristen von München. Die deutsche Regierung geht erstaunlich schnell auf die Forderung ein, bringt die Terroristen ebenfalls erstaunlich schnell nach Zagreb. Von dort fliegen die Flugzeugentführer, Geiseln und die befreiten Terroristen nach Tripolis, Libyen. Kaum dort angekommen, halten die Täter von München eine zynische Pressekonferenz ab. Ich war mir sicher, dass ich eines Tages frei sein werde. Sie waren sich sicher, dass es innerhalb von 2 Monaten sein wird? Ich weiß nicht. 7 Tage, 2 Monate, 3 Monate, das ist mir egal. Ich war mir sicher, dass meine Freunde mich in unser Land holen werden. Ich habe beschlossen, jeden einzelnen von ihnen aufspüren zu lassen. Wir werden sie jagen, bis wir den letzten zur Strecke gebracht haben. Worte, die den Rachedurst eines Landes widerspiegeln. Sie sind Beginn einer staatlich sanktionierten Mörderjagd namens Zorn Gottes. Nach außen ging es nicht um Rache, es ging darum, einem weiteren Anschlag zuvorzukommen. Rom, 1972. Der palästinensische Dichter und Verherrlicher des Schwarzen Septembers, Wael Zuhitir, wird hier am 16. Oktober mit 12 Schüssen aus einer Beretta-Pistole getötet. Beirut, 1973. Hier findet am 9. und 10. April die größte Zorn-Gottes-Operation statt. 15 Mossad-Agenten, 3 von ihnen als Frauen verkleidet, gehen mit Schlauchbooten am Strand des Hotels Sands Beach an Land und erstürmen 2 Häuser. Beirut, 1979. Hier spürt der Mossad Ali Hassan Salameh, ein Führungsmitglied der Terrororganisation Schwarzer September, auf. Paris, 1992. Der Planer des München-Terrors, Atif Bayzou, wird am 8. Juni vor dem Hotel Meridien niedergeschossen. To arrest someone is much more complicated sometimes than to kill him. Jemanden festzunehmen ist schwieriger, als ihn zu töten, und wir sahen es als Maßnahme, den nächsten Anschlag zu verhindern. Diese Typen hätten einfach auf der Welle des Erfolgs mehr Lust auf weitere Anschläge bekommen können. Deshalb stand für uns die Verhinderung weiterer Anschläge im Vordergrund. Und sie einfach zu exekutieren, wurde als einfacher betrachtet, als einen nach dem anderen den Gerichtsprozess zu machen. Eine Reihe von Prozessen, die Generationen gedauert hätten. Nur 3 Terroristen, die in Verbindung zum Attentat in München standen, entkamen der Rache Israels. Die 2 durch die Entführung der Lufthansa-Maschine freigepressten und der Ideengeber des Olympia-Anschlags, Abu Daub. Er stirbt 2010 eines natürlichen Todes. Er soll die Kalaschnikow-Gewehre besorgt und das Quartier der israelischen Mannschaft auskundschaftet haben. Die israelische Regierung hat die Liquidationskampagne derweil für erledigt erklärt.
Und genau diesen Abu Daud, diesen Strippenzieher und Ideengeber, ein ehemaliger Lehrer aus Ost-Jerusalem, der sich dem Geheimdienst von PLO-Chef Yasser Arafat angeschlossen hatte, den hat unser Chefreporter Peter Hell damals Jahre später getroffen. Peter, erzähl uns von dieser Begegnung. Das war 2006 in Kairo. Das war eine sehr skurrile Begegnung. Wir hatten vorher Kontakt versucht aufzunehmen zu Abu Daud, der damals in Damaskus lebte, in Syrien. Das war das Land, wo er noch leben durfte. Er hatte ja überall Einreiseverbot, wurde gesucht und stand natürlich noch auf Interpol. Und er hat sich bis dato auch nicht vor einem Gericht verpflichten oder verantworten müssen. Und er kam dann ins Hotel, das war alles schon sehr geheimnisvoll. Er hat uns kurz vorher gesagt, wann und wo wir ihn treffen können. Und dann kam er an und wir wussten natürlich noch oder haben vermutet, dass er vielleicht sogar noch auf der Fahndungsliste oder für ein Hit-Team von den Israelis steht. Also er war sehr vorsichtig. Dann kam er auch an die Rezeption und legte 5 Pässe hin in Kairo. Und das Ägypten war das einzige Land, wo er hinreisen konnte. Und da standen auch 5 Namen drauf. Das waren die Namen, mit denen er auch in den letzten 20 Jahren davor rumgereist ist. Und wir sind dann mit ihm hochgegangen, haben das Interview geführt. Und das war schon sehr befremdlich natürlich. Man sitzt gegenüber einem Menschen, der verantwortlich ist für diese furchtbare Tat. Und er redet darüber, als ob er gerade irgendwie ein wunderbares Gericht zubereitet hatte. Er sagt, er bereut nichts. Die Palästinenser hätten das Recht dazu gehabt. Und er sagte, die haben uns ausgeladen von den Olympischen Spielen, die palästinensischen Sportler. Und dann haben wir beschlossen, wie wir mit unseren Mitteln daran doch teilnehmen. Und das haben sie eben auch gezeigt. Und er hat dann eben aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er eben dann in den Folgejahren untergetaucht ist, auch in der DDR, wie er mit Top-Terroristen, mit Carlos zusammen in Prag war, wie sie getrunken haben, wie sie, also man kann sagen, Sex, Sozialismus und Terror. Also eine ganz skurrile Geschichte eigentlich. Das war schon sehr interessant. Die Frage ist halt, was stimmt davon und was ist so ein bisschen Propaganda? Da muss man immer aufpassen. Du sagst ja, Sex, Sozialismus und Terror, was hatte die Stasi damit zu tun? Die Stasi war sehr involviert bei Abu Daud. Man hat ihn ab 1978 einreisen lassen in die DDR und erstmal sehr vorsichtig. Man wusste, wer er war. Abu Daud hatte Kontakt, er war bei der Fatah, er hatte Kontakt zu anderen Fatah-Führern, PLO-Führern und auch zum internationalen Terrorismus, auch zu deutschen RAF-Terroristen, auch zu diesem Top-Terroristen Carlos. Und die DDR hatte damals Interesse daran, Informationen abzuschöpfen und man wusste, welches Fund man hatte. Man versteckte ihn auch in der DDR und hat dann gemerkt, der gibt uns gute Informationen und wir lassen ihn hier, wir pampern ihn ein bisschen. Dafür soll er bitte keine Terroranschläge von DDR-Boden aus starten. Und dann ist eben was Einschneidendes passiert. 1981 in einem Hotel in Warschau, im Victoria Hotel, hat sich Abu Daud mal wieder getroffen mit anderen Terroristen, hat sich da in Polen relativ sicher gefühlt und ist dann von einer Person angeschossen worden mit 5 Schüssen. Ein Schuss ging ins Gesicht, einer in den Bauch. Er hat überlebt. Vermutlich war es ein Mitglied des israelischen Kommandos. Und dann hat man gesagt, wir holen ihn zurück. Und auf Befehl von Stasi-Chef Erich Mielke hat man eine Sondermaschine eingesetzt und hat ihn dann zurück in die DDR gebracht, wo er dann in einem Krankenhaus in Berlin, in Ostberlin Buch, perfekt behandelt hat und versorgt hat. Also eine sehr aktive Rolle der Stasi dort, der DDR. Wir haben auch mit Professor Dr. Daniela Münkel darüber gesprochen. Wir hören mal kurz rein, was sie gesagt hat. Der Wert Abu Dauds für die DDR bzw. die Stasi lag auf mehreren Ebenen. Zum einen war er ein wichtiger Informant über die Strömung innerhalb der palästinensischen Organisation, aber auch um Kontakte zu anderen terroristischen Vereinigungen herzustellen. Und er wusste eben auch, was sozusagen im internationalen Terrorismus gespielt wurde. Ja, die hat es sich hier gut gehen lassen, so wie ein Lebemann hat man sich das vorzustellen. Die Stasi, wie gesagt, beobachtet ihn und hält das alles fest. Da ist von Frauengeschichten die Rede. Er hatte wohl mehrere Geliebte in der DDR, von den teuren Hotels, von gutem Essen, von viel Alkohol. Und das war für die offenbar kein Widerspruch. Was wurde eigentlich aus den anderen beiden Attentätern, den anderen beiden Terroristen?
Naja, auch die sind nicht verurteilt worden. Dabei handelt es sich um Mohamed Safadi und Jamal Al-Gashai. Diese beiden Terroristen haben erst vor kurzem ein Fernsehinterview gegeben. Und auch da war unisono zu verhören, zu verlauten, sie bereuen gar nichts. Sie sind die Helden eigentlich im arabischen Raum, bei weiten Teilen der arabischen Bevölkerung. Und da können sie sich auch gut frei aufhalten. Einer soll sich in Afrika bis dato versteckt haben. Also sie versuchen natürlich dann auch vielleicht noch eventuell möglichen Hit-Teams von Israelis zu entkommen. Ja, Hit-Teams, also Anschläger aus dem italienischen, dem israelischen Geheimdienst. Vielen Dank, Peter, für den Moment hier im Studio. Wir schauen gleich auf die, die dieses ganze Leid ertragen mussten, auf die Angehörigen der Opfer von München. Heute waren sie da in München und zusammen mit Bundespräsident Steinmeier und dem israelischen Präsidenten Herzog haben sie der Opfer von vor 50 Jahren in München gedacht. Bis gleich. Bis heute können die Hinterbliebenen der Opfer des Attentats nicht begreifen, wieso die Warnungen damals nicht ernst genommen worden waren, wieso ihre Männer und Väter nicht besser geschützt worden waren, wieso das Versagen nicht aufgearbeitet wurde und wieso Deutschland lange keine angemessene Entschädigung zahlen wollte. Bild-Chefreporterin Antonia Yamin hat sie in Israel getroffen. Die Spitze am Grab ihres ermordeten Mannes. Erschossen von palästinensischen Terroristen. Mitten in Deutschland. Ich komme seit 50 Jahren hierher und der Schmerz ist noch immer der gleiche. Am 5. September 1972 werden 11 israelische Athleten während der Olympischen Spiele in München kaltblütig ermordet. 5 von ihnen sind auf diesem Friedhof in Tel Aviv begraben. Hier ist ein Davidstern und hier liegt Opa André. Und hier sind seine Freunde. Meine Enkelin ist 5 Jahre alt, sie heißt Nina. Sie kommt hierher und pflegt die goldenen Inschriften an den Gräbern. Grüße von Oma. Dann hat sie ihr Ohr auf das Grab gelegt und gesagt, aber er antwortet nicht. André Spitzer antwortet seiner Frau Anki seit 50 Jahren nicht mehr. Um das Schweigen und die Leere zu ertragen, sucht Anki Trost bei Ilana Romano. Auch ihr Mann wurde von den Terroristen in München ermordet. Die Katastrophe traf uns, als wir 26-jährige junge Frauen waren. Anki hatte ein neugeborenes Baby und ich hatte 3 Töchter, eine 6-jährige, eine 4-jährige und eine war erst 5 Monate alt. Yosef Romano, Ilanas Ehemann, war Israels Meister im Gewichtheben. Als die Terroristen in den Wohnkomplex der israelischen Delegation einbrechen, wehrt er sich, greift sie an mit einem Obstmesser. Die hätten ihn einfach erschießen können. Aber was haben sie gemacht? Sie haben ihn gefoltert. Schreckliche Bilder, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Er hatte ein weißes T-Shirt an und der ganze untere Teil war in Fetzen gerissen. In diesen Stunden ist Anki bei ihren Eltern in den Niederlanden. Verfolgt den Anschlag im Fernsehen. Sie weiß bereits, dass ihr Mann als Geisel genommen wurde. Plötzlich sah ich um 5:30 im Fernsehen, wie das Fenster aufgerissen wurde, und da sah ich André. Die Behörden fragten ihn, wie die Situation im Zimmer sei, also antwortete er ihnen, dass alle bis auf einen in Ordnung seien. Dann durfte er nicht weiterreden und ich habe gesehen, wie sie ihn mit der Kalaschnikows ins Zimmer geschoben haben. Dann haben sie das Fenster geschlossen und den Vorhang zugezogen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Deutsche Sicherheitskräfte starten eine Rettungsaktion. Sie versagen. Diese Arroganz der Deutschen, die demütigende Haltung. Immerhin wollte Israel eine Spezialeinheit schicken, um einen Rettungsversuch zu unternehmen. Deutschland hat Nein gesagt. Auf keinen Fall, wir wissen, was wir tun. Was habt ihr denn genau getan? Ihr habt noch nicht mal einen gerettet. Nicht einen.
The latest word we get from the airport is that, quote, all hell is broken loose out there. Um 3:15 am Morgen sahen wir plötzlich JBK, den BBC-Moderator mit der gelben Jacke. Er sagte, heute Morgen waren die 11 Israelis noch am Leben, doch 2 seien im olympischen Dorf ermordet worden und 9 weitere am Flughafen. They are all gone. They're all gone. They're all gone. Die Behörden in Deutschland weigern sich, die Verantwortung für die vielen Fehler zu übernehmen. Die Akten sind in verschiedenen Archiven vergraben. Den Witwen wird der Zugang verweigert. Manfred Schreiber, der Präsident der Münchner Polizei, er sagte mir, ihr habt den Terror nach Deutschland gebracht. Sie sprechen von Terroristen, aber das waren Freiheitskämpfer. Und dann der nächste große Schock. Mit einer Flugzeugentführung werden die 3 überlebenden Terroristen freigepresst. Vor ein deutsches Gericht kommen sie nie. Sie haben uns betrogen. Die dachten, die Witwen gehen still nach Hause und ziehen ihre Kinder groß. Ja, wir haben unsere Kinder zu Ruhm erzogen. Und wir haben auch weitergekämpft. Ich versichere Ihnen, der Fleck auf der deutschen Weste wird noch viele, viele Jahre bleiben. 50 Jahre danach ist es klar, viel zu viel ist schiefgegangen. Vor und während des Attentats, aber auch danach. Und auch mit Überlebenden des Attentats hat Antonia Yamin in Israel sprechen können. Die Olympischen Spiele in Deutschland 1972. Es ist der 5. September, als palästinensische Terroristen brutal die Wohnungen Nummer 1 und 3 in der Münchner Konolli-Straße 31 überfallen. Hier wohnen israelische Olympioniken. Ab jetzt sind sie Geiseln. Unter ihnen Gad Zabari. Er ist Israels Meister im Ringen und die einzige Geisel, der die Flucht vor den Terroristen gelingt. Bild-Chefreporterin Antonia Yamin trifft Gad in seinem kleinen Restaurant in Tel Aviv. Ich sehe hier, das erste Bild ist von den Olympischen Spielen. Ja, das ist der Einzug ins Stadion. Da sind alle noch am Leben, die nachher ermordet wurden. Heitere Spiele sollen es 1972 werden. Die Welt sollte sehen, die Olympiade unter dem Hakenkreuz 1936, sie ist Geschichte. Deutschland hat sich verändert. Deutschland ist friedlich, offen, sicher für alle. Ich erinnere mich noch an die Wachleute dort. Die liefen nicht wie Polizisten rum, nicht bewaffnet. Die liefen rum wie Kellner auf der Straße. Ungehindert dringen die Terroristen in das Wohngebäude der israelischen Delegation ein. Erster Tatort ist die Wohnung Nummer 1. In der Früh um 4:30 höre ich eine Explosion. Ich habe das nicht ernst genommen, dachte, vielleicht hat jemand eine Medaille gewonnen und feiert laut. Und so habe ich weitergeschlafen. Die 6 israelischen Sportler in Wohnung Nummer 1 sind nun Geiseln. Die Terroristen stürmen weiter. Ihr nächstes Ziel, Wohnung Nummer 3. Hier schlafen Gad Zabari und 5 seiner Kameraden. Nach 20 Minuten hörte ich Stimmen hinter unserem Zimmer. Also bin ich raus und da stehe ich tatsächlich vor dem Terrorist. Das war Issa mit der weißen Mütze. Dann sah er mich und richtete sofort die Kalaschnikow auf mich. Den Terroristen in Wohnung 3 wird schnell klar, sie brauchen dringend ihre kriminellen Komplizen. Sie zwingen die jüdischen Sportler aus dem Raum. Der erste von ihnen im Korridor ist Gad Zabari. Mich hat es verrückt gemacht, dass er die Kalaschnikow richtig in mich reingebohrt hat, damit ich verstehe, was er will, damit ich auf die andere Seite gehe. Deshalb habe ich mit einem Schlag die Kalaschnikow von meinem Bauch weggeschlagen. Bis heute ist die Flucht in Gads Gedächtnis präsent. Freunden, die ihn im Restaurant besuchen, erzählt er davon. Das ist der Zickzack zwischen den Pfeilern. Der Terrorist ist hier, ja? Und ich renne im Zickzack.
Nur in der Unterhose, siehst du? Das ist meine Flucht. Hat er auf dich geschossen, als du weggerannt bist? Ja, aber er hat mich nicht getroffen. In einer der Wohnungen schläft auch Shaul Ladany. Er hat den Holocaust überlebt. Bei den Olympischen Spielen 1972 entkommt er nur knapp dem Tod. Gegen 5:30 Uhr morgens weckte man mich und man sagte mir, man hat Muni, ein Sportler in der Delegation, ermordet. Ohne viel nachzudenken steckte ich meine Füße in die Sportschuhe. Ich bin immer noch im Pyjama, aber gehe zur Haustür und öffne sie. Rechts von mir am Eingang zur Wohnung Nummer 1 steht jemand. Er trägt eine Sturmhaube und schaut geradeaus. Vor ihm stehen 4 Wachleute des Olympischen Dorfes, alle unbewaffnet und in pastellfarbener Kleidung. Unter ihnen eine Frau. Sie bittet den Maskierten, dem Roten Kreuz zu erlauben, einzutreten und jemandem zu helfen. Sie sagt ihm, er solle menschlich sein. Er antwortet, die Juden sind auch nicht menschlich. Aus Angst, auch als Geisel genommen zu werden, fliehen Shauls Mitbewohner. Shaul warnt noch den Delegationsleiter in Wohnung Nummer 5. Zusammen entkommen sie über den Balkon. Mein Charakter wurde halt durch den Holocaust geprägt. Ich habe so viel durchgemacht und ich denke, dass ich ein Stück weit immun geworden bin. Am frühen Morgen sind 11 von Shauls Sportkameraden tot. Aber die Olympischen Spiele in Deutschland sollen weitergehen. The games must go on. Die Sportler kehren nach Hause zurück. 11 von ihnen in Särgen. Für Shaul eine kaum zu ertragende Niederlage. Arabische Länder haben jahrelang versucht, uns von allen möglichen Sportforen auszuschließen. Und hier, nachdem sie unser Blut vergossen, befriedigen wir unsere Feinde und verlassen das Olympische Forum und verschwinden. Shaul lebt und atmet Geschichte. Seine ganz private, aber auch die seines Volkes. Und heute also das Gedenken. 50 Jahre nachdem die palästinensischen Terroristen auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck 9 israelische Geiseln und einen deutschen Polizisten erschossen, waren Angehörige der Opfer heute dort. Der israelische Präsident war da und Bundespräsident Steinmeier bat um Vergebung. 11 israelische Sportler werden bei den Olympischen Spielen 1972 in München durch Terroristen ermordet. Der deutsche Staat versagt im Vorfeld beim Schutz der Sportler, bei der Befreiung der Geiseln und in den folgenden 50 Jahren bei der Aufklärung des Versagens und der Kommunikation mit den Hinterbliebenen. Ein Vorgang, den Bundespräsident Steinmeier bei der Gedenkfeier mit deutlichen Worten beschreibt. Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Gekommen sind auch Hinterbliebene, mit denen erst vor wenigen Tagen eine Einigung über Entschädigungszahlungen getroffen wurde. Mit ihnen zusammen legen Steinmeier und Israels Staatspräsident Isaac Herzog Kränze auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck nieder. Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft. Die Hinterbliebenen zeigen sich berührt und dankbar über die Rede von Steinmeier sowie die Zahlung von fast 30 Millionen Euro. Ich bin sehr dankbar, dass jetzt hat man das gesagt. Aber das könnte man auch sagen vor 50 Jahren. Zudem sollen bislang verschlossene Akten zu den Ereignissen zugänglich gemacht werden. Bildchefreporterin Antonia Yamin war die letzten Tage dabei in der israelischen Delegation, hat also ganz nah alles miterlebt. Sie ist gerade mit dieser Delegation auf dem Weg nach Berlin und deshalb habe ich sie vor dem Abflug in München gefragt, was die bewegendsten Momente heute waren.
Ja, also es gab natürlich heute ganz viele bewegende Momente, aber ich würde sagen, dass der große Moment, also der Highlight von diesem Tag, ist natürlich die Rede vom Bundespräsident Steinmeier. Er hat hier vor ein paar Stunden gestanden und hat um Vergebung gebeten. Er hat gesagt, es durfte nicht geschehen. Ich bitte um Vergebung, dass es geschehen ist, dass es geschehen durfte. Er sagt, es ist meine Pflicht, heute hier in Deutschland die Verantwortung zu bekennen. Heute, jetzt, aber auch für die Zukunft. Das sind natürlich sehr starke Worte, dass der Präsident benutzt hat. Und die sind auch angekommen bei diesen Familien, bei den Familien von 11 ermordeten Israelis. Das sind Leute, die 50 Jahre lang für diese Worte genau gewartet haben. Und heute haben sie diese Worte bekommen. Heute haben sie diese Anerkennung bekommen. Und das war hier sehr, sehr bewegend. Die Frage stand ja auch lange im Raum, ob die Angehörigen überhaupt kommen würden. Und auch die Antonia getroffen hat und wie sie diesen Tag dann erlebt haben. Also die Familien, die Angehörigen wussten ja bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht, dass sie hierher kommen werden. Die haben ja gesagt, die werden nicht nach Fürstenfeldbruck, nach München heute kommen. Heute waren sie aber trotzdem da, haben diese Gedenkzeremonie mitgehört und haben sich auch vorher schon mit dem Bundespräsident, mit Steinmeier getroffen. Die israelische Delegation hier ist sehr groß. Über 200 Menschen aus Israel sind heute nach München angereist. Und wir haben natürlich auch heute die Witwen hier gesehen. Ich habe mit Ilana Romano gesprochen, sofort nachdem sie mit dem Bundespräsident Steinmeier gesprochen hat. Sie ist zitternd rausgekommen, aber wir haben gesehen, dass sie sehr berührend war. Sie hat uns gesagt, Zitat, ich liebe Präsident Steinmeier. Der hat uns geholfen, der hat alles getan, damit wir heute hier sind, auch hinter den Kulissen. Er war sehr leise, sehr still, hat jetzt nicht viel Krach gemacht und große Reden gehalten vor diesem Tag und hat einfach alles gemacht, damit sie heute hier sind. Und dann heute, wie gesagt, diese wunderbare, sehr, sehr starke Rede. Ilana Romano und Anki Spitzer, beide Witwen, sagen mir, wir fühlen uns, dass wir gewonnen haben. Endlich, nach 50 Jahren, hat Deutschland Verantwortung genommen. Und ich denke, dass von heute an auch die Familien, aber auch Israel endlich ein bisschen Frieden über dieses Thema bekommen kann. Ein wichtiger Tag also, Antonia Jamin. Ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, meine Damen und Herren, am Vorabend des Attentats war Deutschland wie im Rausch. Die erst 16-jährige Schülerin Ulrike Meifert hatte mit einem Weltrekordhochsprung völlig überraschend Gold geholt. 50 Jahre später sagte sie kürzlich in einem Interview, dass sie damals bald bemerkt habe, dass über ihre Goldmedaille noch lange geredet werden würde, dass aber kaum einer wissen würde, wie viele Geiseln bei dem Attentat umgekommen sind. Es waren 11. Und sie werden nicht vergessen.